Hi, ich bin Daniel und spiele Schlagzeug. Hi, ich bin Andi und spiele Gitarre und Keyboard. Hi, ich bin der Tobi und ich spiele den Bass. Ich bin die Ina und ich singe. Ich bin der Daniel und singe und spiele Gitarre. Und wir sind The Aesthetic Voyager. Hi, ihr Musikbegeisterten. Wir sind auf dem Weg zur nächsten Band, die sich beim Soundcheck beworben hat. Und wir bleiben heute nicht in NRW, sondern fahren nach Hessen, in die Landeshauptstadt Wiesbaden. Und wir haben noch ein Stückchen vor uns, also weiter geht's. Ich bin jetzt hier im Proberaum angekommen und mache das Interview mit Daniel und Daniel. Ich sage jetzt immer Hi, ihr beiden. Hi. Meine erste Frage ist, seit wann gibt es eigentlich eure Band? Streng genommen gibt es die eigentlich seit ungefähr 2 Jahren. Ich habe das aber vorher eine ganze Weile alleine gemacht. Das heißt, die Band an sich gibt es, wenn man mich als einzelnen Menschen reinrechnet, schon fast 10 Jahre eigentlich. Was hast du vorher alleine gemacht? Was für eine Musik? Oder ganz alleine oder auch eine Band? Ich habe vorher in verschiedenen Bands gespielt, auch früher noch Schlagzeug gespielt und das war dann so eine Singer-Songwriter-Geschichte. Also habe nebenbei immer Songs geschrieben, die aber in den anderen Bands nicht performt werden konnten und dann habe ich gesagt, ich greife mir die Gitarre und mach's alleine. Und wie habt ihr 5 euch kennengelernt? Na gut, das ging eigentlich so, dass die Band sich Stück für Stück erst formiert hat. Also er hat, wie er sagt, das Ganze am Anfang alleine gemacht und ich hatte schon vorher Kontakt. Er hat mit meiner anderen Band zusammen, hatten wir schon mal einen Auftritt und ich habe ihn dann nochmal live gesehen und habe ihn danach angesprochen, ob wir nicht mal was zusammen machen wollen. Ein paar Monate später hat es dann tatsächlich geklappt und ein bisschen später hatten wir den ersten Auftritt und bei einem der Auftritte hat uns dann der Tobi, unser Bassist, gesehen und hat uns gefragt, ob wir nicht einen Bassisten haben wollten. Und dann haben wir mit ihm angefangen und Danny hatte schon Kontakt zu Ina, die er dann ins Boot geholt hat. Und der Andi, der jetzt als 5. Mitglied gekommen ist, der hat eigentlich unser Album erst gemixt und danach haben wir gesagt, wir können noch Keyboards und eine zusätzliche Gitarre gebrauchen. Also Stück für Stück einfach hat sich das so formiert und ist jetzt wirklich an einem Punkt, wo wir sagen, jetzt ist auch gut mit 5 Leuten. Okay. Und wollt ihr mit eurer Musik bestimmte Dinge ausdrücken? Ja, also letztendlich ist das Ganze auch durch den Bandnamen so ein bisschen begründet durch ein Buch, was mal von einem gewissen John Krakauer geschrieben wurde. Der hat über einen Jugendlichen oder jungen Mann geschrieben, der ausgestiegen ist in Alaska. Und dieser junge Mann nannte sich in seinem Tagebuch The Aesthetic bzw. Aesthetic Voyager. Und so ein bisschen ist dieses Konzept, ich sag mal, irgendwie Aussteiger, Wildnis, Natur, so, das hängt da alles so ein bisschen mit drin. Schreibst du denn alleine die Texte oder schreibt ihr die zusammen? Die Texte schreibe ich komplett alleine. Also anders als die Musik ist das wirklich komplett alles von mir. Okay. Einige bei euch in der Band studieren ja jetzt noch. Daniel, du auch. Wie sieht das aus? Lässt sich Studium und Musik ganz einfach unter einen Hut bringen oder gibt es auch wirklich Phasen, wo die Musik einfach zu kurz kommt? Es ist immer nicht ganz einfach, muss man sagen. Die Frage ist, welche Ansprüche man hat. Aber wir merken schon immer mal wieder, dass dann vielleicht einer gerade eher im Stress ist und nicht so oft proben kann. Bei mir wird es jetzt auch so sein, weil es auch eher stressiger wird. Ich persönlich aber finde, dass es schon wichtig ist, dass man zumindest einmal pro Woche Musik macht. Das ist für mich auch was einfach wichtig ist. Es ist ein Hobby und das sollte nicht verloren gehen. Aber klar, es ist, man würde oft gerne mehr machen und weiß, dass es vielleicht dann einfach irgendwo wegen des Studiums auch nicht so leicht ist. Wie sieht das mit der Band in Zukunft aus? Habt ihr irgendwelche Projekte geplant, die ihr jetzt noch umsetzen wollt? Also geplant ist jetzt erstmal bis auf Booking und ähnliches nichts. Also wir wollen halt versuchen, dieses Jahr das letzte Jahr noch ein bisschen zu toppen und noch ein bisschen mehr zu spielen. Im letzten Jahr haben wir ziemlich viel geschafft, was wir uns vorgenommen hatten. Und deswegen ist dieses Jahr erstmal ein bisschen langsamer und viel live spielen und versuchen neue Songs zu schreiben, beziehungsweise sind wir auch schon dabei. Dann vielleicht auch nochmal, wenn es denn klappt, ein EP aufzunehmen oder vielleicht auch nochmal ein kleines Mini-Album. Ihr habt ja schon eine aufgenommen, eine CD. Wie war das für euch? So, war das eure erste CD und wenn ja, wie war die Erfahrung für euch?
Also in dem Umfang war es definitiv das erste Mal, dass man so viele Lieder oder so viele Songs, sind glaube ich 11 auf dem Album drauf, an einem Stück aufgenommen hat. Und es war schwierig, es war stressig und es ist mit viel Blut und Schweiß und Tränen einhergegangen. Ich habe natürlich auch noch eine kleine Aufgabe für euch. Allerdings für die ganze Band, ihr müsst gleich zusammenarbeiten. Und zwar müsst ihr für mich einen Unikum-Song komponieren. Ihr habt 5 Minuten dafür Zeit und es geht jetzt los. Los geht's. Okay. Take 3, 4, 5. This is the Unicum song by the Aesthetic Voyager, and it goes a little something like this. U stands for unique. N stands for never ending. I stands for interview. Ich würde sagen, die Aufgabe habt ihr gut gemeistert. Ich habe noch das Unicum Soundcheck Bandbuch mitgebracht. In das könnt ihr jetzt alle zusammen reinschreiben und reinmalen, worauf ihr Lust habt. Ich übergebe das dir, Daniel. Mit Stiften, genau. Die 5 performen jetzt gleich noch ein Lied aus ihrem Album Above Islands and Clouds. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Julia. Watch these birds.